Erinnert ihr euch noch in der Corona-Zeit? Da hieß es ja immer, wir müssen auf die Experten hören. Und einer der großen Experten, das war bekanntlich unser Freund Lauterbach. Und der hat uns zum Beispiel das erzählt. Die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Komisch, heute sieht er das irgendwie anders. Ja, das war eine Übertreibung, aber es war ja nicht grundsätzlich meine Haltung. Ich hatte ja sehr, sehr häufig vorher auch schon zu den Nebenwirkungen der Impfungen Stellung genommen. Ist das ein Geeier? Und dann sagt er noch was. 1 zu 10.000. Da kann man jetzt sagen, das ist viel. Und man kann sagen, es ist nicht so viel. 1 zu 10.000, wenn man dran denkt. 3 Impfungen sollte ja jeder machen. Und vor allem, es war ja nicht eine freie Entscheidung. Mit 2G wurden ja wirklich Millionen junge Menschen geradezu erpresst. Und das bei dem Nebenwirkungsprofil? Was lernen wir daraus? Hört nie blind auf Leute, die uns erzählen, sie seien Experten. Holt immer mehrere Meinungen ein. Und dann bildet euch selbst eure.